Willkommen zurück hier bei Batman Arkham Asylum. So, wir müssen hier jetzt ein wenig stealth-mäßiger vorgehen. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Jo, geh du, Mann. Okay, dann konnten wir noch einmal durchschauen. Ah, hier kann man auch noch mal durchschauen. Da ist auch noch ein Riddler-Rätsel. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Okay, den ersten haben wir schon mal ausgeschaltet. Irgendetwas, was du sagst, interessiert mich. So, ich hoffe, an den kommen wir so ran. Denk dran, wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Jetzt aber schnell. Sehr schön. Und? So, hier waren wir doch schon. Oh fuck, kommt der jetzt auch noch nach oben oder was? Ich hoffe, der da hinten geht dann gleich noch mal runter. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn es soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Nice. So, dann fehlt nur noch einer. Ja gut, und Harley Quinn natürlich dann noch, aber... Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. So, dann geht's. Ja, gute Nacht, Junge. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Alles klar, wir haben auf jeden Fall hier alle jetzt schon mal schön erledigt. Dann wollen wir denen mal einen Besuch abstatten. Da ist doch jemand drin. Wer hat den alten Mann unter Kontrolle, wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Wer ist das? Das ist... Ist das Bane? Der hier drinne sitzt? Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. Zane hat wieder gewonnen. Okay, wir gehen mal ganz easy von. So, jetzt geht's nach oben. Die Riddler-Trophäe an uns nehmen. Länger gebraucht als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen.
Oh, ist das Mr. Freeze? Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Alter Schwede. Ja, wie soll ich den denn umhauen? Ah, so weiche ich aus. Aua, hallo. Diesmal besiege ich dich. Ah. Au. Alles klar, so mache ich den also fertig. Brauchst du Hilfe, ey? Naja, gut. Jupp. Alter. Der kommt ein bisschen schneller, als ich erwartet hatte. Schnell ausgeschaltet. Ah, oh Mann, ich werde auch immer wieder davon getroffen, ne? Aua! Wo hat er das denn gewusst? Dann geht's jetzt hier einfach mal. Aua, verdammt. So, jetzt. Oh, Alter, wo kommt der denn her? Ah, der ging mal daneben. So, er reißt jetzt nochmal hier so ein schönes Stück Wand raus. What? Sehr schön. Noch mehr rausreißen, das gibt's doch nicht. Boah, gerade noch rechtzeitig ausgewichen. So, kriegt er hier nochmal wieder ordentlich was drauf. Ja, war's das? Jawohl!
schon überleben da unten. Kann man, glaube ich, fest von ausgehen. Alter, aber haben wir Bane umgehauen. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Alter, wir haben das Batmobil versenkt. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Was hatten die Dr. Yang da jetzt da veranstaltet, hm? Wollen wir die doch gleich mal zur Rede stellen. Geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Ja, krass. Haben wir hier also auch noch eine Betthöhle. Und wir können wieder upgraden. Das Explosivgel kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Dies ermöglicht wiederum erweiterte Techniken zum Ausschalten. Was nehmen wir denn? Kritische Combo, Combo Batarang. Ne, wir nehmen hier mal das Verbesserte, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Das war gerade ja doch schon relativ knapp. Finde den in Arkham Nord, den Höhleneingang zum Deadman's Point. Aber hier gab es doch auch noch wieder so ein Riddler-Rätsel, was man hier lösen konnte oder irgendwie so. Glaubte ich zumindestens. Ich kann mich aber auch irren. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Also dort. 8 Gegner sind hier wieder geordnet, okay. Dann gehen wir doch am besten hier durch, da und dann dahin. Oh, da ist ein Riddler-Rätsel unterm Turm. Gut zu wissen. Das war eine der leichteren. Da kommt ein Gleittritt, Jungs. Scheiße. Konnte ich nicht kontern. Und der kriegt er hier nochmal. Alter. Eine Fresse. Visitor Center. Wir können hier mal nachschauen, was hier so ist. Nee, können wir nicht, weil das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.